Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Special. Heute geht's um den Puzzle-Plattformer Relicta, welchen es aktuell im Epic Store für kostenlos gibt. Und es soll eine physikbasierte First-Person-Rätsel-Sache sein. Sehr viel mit Magnetismus und Schwerkraft. Also ich bin schon sehr gespannt, was es sein wird. Ich werde wieder mal ins kalte Wasser springen. Würde aber sagen, bevor ich lang rumquatsch, lasse ich erst einmal den Trailer laufen und wir starten dann hier gemeinsam das Game. Also jetzt erstmal viel Spaß beim Trailer. Patel hier. I'm going in. Okay. You get back to Chandra, find Kira and barricade yourselves in. Sit it out. Forget about the others. Critical containment failure. The Relicta chamber is compromised. Systems! Override that! Lock down the sectors! Do it now! Side. Gut, damit würde ich sagen, starten wir einfach mal ein neues Game. Ich bin schon mal hier durchgegangen, aber nichts weiter Interessantes. Von daher, ich bin ausgeblendet. Ich bleibe auch erst einmal ausgeblendet, weil ich nicht weiß, ob ich wieder an der richtigen Position bin. Warten wir es mal ab. Security Breach. This is not a drill. Security breach. This is not a drill. Initiating containment sequence. Dr. Patel, what's going on in Shackleton? Why the hell are you in the Relicta chamber? Patel! Angie! Angie, come in! Damn it! Are you safe? Where the bloody hell are you? Oh no! Oh, you didn't! Get out of there! Angie, get the hell out! Patel here. I'm going in. Don't, Angie! Repeat, do not approach the Relicta chamber! The containment field is collapsing! Acknowledged, Dr. Alami. I'm going for a manual shutdown. You are not! Systems! Override that! Lock down the sector! No! Do it now! Sorry, but this is not about you. It's not even about me. I'm doing it for Kira. Hold on, girl. Security breach. Critical containment failure. The Relicta chamber is compromised. Security breach. Critical containment failure. The Relicta chamber is compromised. Okay. Jetzt bin ich schon mal gespannt, was ich hier machen muss. Ich denke mal, dass ich da runter muss. Also es geht auf jeden Fall um ihre Tochter und ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir sie retten können. Was wir natürlich genau machen müssen, habe ich keine Ahnung. Es ist halt ein Puzzle, ne? Das schon mal ganz klar. Okay, dann schauen wir halt einmal dahin. Mal gucken, was wir hier erleben. Interagieren. Unidentified malicious vector. Emergency lockdown. Countermeasures. General systems failure. Core systems compromised. Shutdown in progress. System, get me that fucking over! Tja, und damit hat's uns reingeschlotzt. Keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen werden. Oh, also der Trailer verspricht ja wirklich einiges, was diese ganze Physik in dem Game angeht. 21.18, vor zwei Jahren. Der Gerlach-Kuppel terraformiert Luna. Guten Morgen. Top of the morning, systems. Let's begin. Can't wait to see what this newfangled interface can do. Arriving at the Gerlach crater. Forests on the moon. Rain, snow. I'll never get used to this. What a time to be alive. The Gerlach crater. Biome, deciduous forest. Air temperature 295 Kelvin.
Air humidity, 61%. Terraforming status, 100%. Let's do this. Okay, alles klar. Also, eine wunderschöne Gegend. Ich muss auch sagen, eine schöne Grafik. Also, ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Ich denke nicht, dass wir sehr viel erkunden müssen oder finden können an Rätseln, sondern das geht rein um dieses Puzzle. Der Galash Crater, Experiment Track A. Dr. Patel testing Gravitonic Wearable Interface. Okay, we'll start with some easy tests. Let's see if I can mess with the laws of physics and move some of those test boxes. Okay, was muss ich machen? Linksklick, rechtsklick? Ah, näher ran. Näher rangehen. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich muss das wahrscheinlich hier draufsetzen. Okay, und dann ist da offen. Alles klar. Ah, okay. Das ist dann schon mal clear. Dann machen wir da auf. Dann können wir uns das nehmen und können da aufmachen. Oder? Mich da noch mit draufstellen. Alles klar. Oder auch nicht. Okay, muss ich das da platzieren? Also außenrum kommt man nicht. Achso. Ja klar, das andere Tor brauche ich ja nicht mehr. Oh, meine Güte. That was pretty harmless. Moving on to the next one. Compiling results. Carry on, Dr. Patel. Naja, wenn ich mich schon bei dem ersten Ding so anstelle, ich weiß nicht. Schauen wir mal. So, das andere ist da oben. Wie? Achso, muss ich wahrscheinlich dann über den Block nach oben kommen. Ja, ja. Okay. Ah, the teleport devices. Instant matter transfer. Incredible. And to think IGEA Labs was sitting on this tech decades ago. Okay. Aha. Okay, also man muss hier wirklich nichts irgendwie erforschen oder so. Es geht rein um dieses Incoming Com from Dr. Leia Alami, Xenoarchaeology Lead. Hi, Angelica. Having a nice time just throwing my historical site? Relax, Leia. It's just a batch of experiments. I'm not destroying anything. So you say. But those gloves you are wearing, this whole facility, in fact, the very air you are breathing, all that is historical evidence. And all of it was built precisely to test these beauties. Fine gravito-electromagnetic manipulation literally at one's fingertips. IGEA Labs was a very shady op. But their tech was a century ahead of us. These things you are tinkering with, they are crucial to our understanding of the early Lunarian era. My team is here to study what happened, Angie. And mine to research physics, Leia. Patel out. Systems, let's carry on. Still a couple more tricks. Okay, schauen wir mal, wie dieses Tutorial weitergeht. Ah, laufen. Alles klar. Okay, also hier kommt man ja sowieso nicht mehr durch, ne? Okay. Als hätte ich es gewusst. So, aber ich kann ja das nicht wegnehmen, ne? Weil dann ist das wieder zu. Ja, okay. Woher kommt das jetzt?
Okay, das ist jetzt halt strange. Ne, also einfach so laufen kann ich nicht. Kann ich es drüber schmeißen? Ne, kann ich auch nicht. Also das ist der... Warte mal. Na klar, ich muss das hinterbringen. Muss das runternehmen. Muss das draufsetzen. Weil es hat dieses Omega-Zeichen drauf. Dann tun wir das dahin platzieren. Wir teleportieren das Omega hierher. Können... Na, okay, ist ein bisschen... tricky. Halt, warte mal. Das muss dann da drauf. Dann kann ich nämlich das da nehmen und kann es dahin. Okay. Ist ein bisschen, ja, tricky. Also wer auf solche Puzzles steht, ich würde sagen, lohnt sich absolut. So. Wir haben hier zwei. Hier kommen wir so nicht durch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Moment. Kiste einlegen. Ach, da oben ist die. Komme ich da hin? Kiste einlegen. Okay. Das kann es aber nicht sein, ne? Okay. Dann müssen wir das quasi hier her teleportieren. Okay. Aber irgendwas habe ich doch dann vergessen, oder? Ach so, ich hätte den Block auch dahin legen können und dann nach oben. Ja, ist okay. Also es wären quasi zwei Lösungswege gewesen. Dr. Patel, you have an incoming comm from your daughter. Kira, I hope it's good news. I'll get it in my room, sis. Tell Kira to give me 10 minutes. Okay. Ja, doch, es spielt sich nice. Man muss ein bisschen überlegen, klar. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Chandra Basis Checkleton Crater Luna. Like, seriously, Mom? They don't give you enough bandwidth for vid? I wish. Do you have any idea of the encryption we have to use? Everything is UHA grade. You can't imagine how hard it is to get just a few minutes of personal comms. Well, there's nothing Dad can't swindle out of the UHA, right? Yeah, no, I try to keep my begging to a minimum. Getting the expedition greenlit was already hard enough, though that politicking and talk of the devil. Incoming communication. United Habitats Authority. From the office of Arch Commissioner Ragnar Nguyen. Can't take it now, systems. The UHA protocol establishes priority for... Override. Send a 404 error. Sneaky, Mom. I hope you're not taking after me, Kira. Who, me? No, ma'am.
I'm a respectable woman. Oh, by the way, my research tutor says I might be done by next year. That's amazing, Kira. It's pretty cool, right? That means if I power through the rest of the PhD, I might be down there with you in just under 2 years. Really, Kira? I mean, I'd love to work with you here at Chandra, but I mean, is this really what you want? I thought you wanted to go to Earth for a while. That shitty planet's not going anywhere, right? And things can't get any worse down there. Meanwhile, my fucking mum is revolutionizing physics on the fucking moon! Language? It's just not fair. You just don't want to share the glory, you hogging orby boomers. All right. So, I guess I should talk to your father and see if he can... Excuse me, Dr. Patel. There's an incoming... I told you, sis. Send him an... Don't you fucking 404 me, Angie! I'm not your bloody ex! Respectfully, Dr. Alami, I'm in the middle of... Yes! Sorry to butt in, but this is still a scientific expedition. I'm taking the Archeo team out to the field, and the generators are throwing a tantrum again. So if you don't want to spend all day waiting for the maglevs, I suggest you haul ass to wherever you're going to right fucking now! Respectfully, Dr. Patel. Fine. I'm sorry, Kira. I gotta... It's okay, Mom. I have stuff to do anyway. Go science the hell out of Luna. Okay. Love you. Bye. Zwei Jahre später. Tja, die Gerlachkrater, right, Luna. Let's pick it up. Alles klar. I want to be done by the time Kira arrives. Schauen wir mal, was wir jetzt machen müssen. The ship is on approach vector. ETA under 3 hours. Additional item. Engineering has just submitted the new EM interface prototype. Ah, new gloves then. Please proceed to decontamination first, Dr. Patel. Yeah, biosafety procedures. I know the drill. Okay, müssen wir hier irgendwas machen? Nein. Da ist es rot, da werden wir nicht reinkommen. Naja, gut. Eine Tür nach der anderen. Aber es... auf jeden Fall nice gemacht, muss ich sagen, von der Grafik her. Die Hintergrundgeschichte oder die Story in dem Ganzen ist natürlich schon auch was Interessantes. Also ich muss sagen, ich finde es immer toll, wenn Spiele eine Geschichte erzählen und es nicht einfach nur ein belangloses von A nach B kommen ist. Servusler, na? Big Brother is watching you, ne? Also hinten kommen wir eh nicht rein. Mit Sachen kann man eh nicht interagieren, also von daher. Achso. Stand by. Decontamination in progress. I wanted Kira to meet the whole team, but this place is deserted. Where the hell is everyone today? Dr. Alami's team is currently aboard Maglev C, heading to Shoemaker Crater. Dr. Khwarizmi is finishing a round of geological analysis in the northwest rim of Faustini Crater. Dr. Nelson is investigating a malfunction in the antenna array 72. Busy day. Please proceed to tech to retrieve your new interface. Alles klar. Oh, very fancy. Run me through the updates, sis. Enhanced responsiveness to tactile commands by 32%. Improved gravitational suspension by 71%. Sensor fashion decreased by 100%. Okay, whose joke was that? Last changelog, Dr. Alami. Yeah, I feel you, sis. Beg your pardon? No, not you, sis. I mean sis as in... Oh, never mind. Please proceed to the testing area. Right. We have some unfinished business at De Galash. Okay, schauen wir mal. Machen wir halt noch ein paar Tests. Laboratories. Was soll man noch da hochgucken? Aber ich denke nicht, dass ich da irgendwo hinkomme. PDA öffnen über I. Okay. Oh, nice. Mit dem Aufzug zur Dekalern-Teststrecke fahren. Dokumente. Okay. Viel zu lesen, also wen es interessiert.
ne? Holt euch das Game. Mit I wahrscheinlich wieder zu, oder? Nee, mit Escape. Okay, also hier kommt man eh nicht hin. Botanical Dome. Nice. Aber bevor wir natürlich da irgendwas machen, gehen wir natürlich erst einmal da unten rein. Wenn wir überhaupt da noch hochgehen. Ihr wisst ja, ich schaue immer nur mal rein in die Games. Mal gucken, wie sich die spielen lassen. Und alles andere muss man natürlich dann auch für sich selbst entscheiden. Hole ich mir das Game oder hole ich es mir nicht? Und so weiter. Oh, nicer Helm. Kann ich hier was machen? Nö. Okay. Geheime Sachen. Auch interessant. Ah, ich hätte dich doch hoch müssen. Alles klar. Na gut. Dann rennen wir halt mal schnell. Gucken wir mal. Interagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aufzüge mal irgendwann so funktionieren werden. Viel zu kompliziert. Die Leute wollen einen Knopf drücken und dann ankommen. So. Oh, very colorful. Systems, what's up with those fancy colors in my test cubes? Dr. Quarizmi requested that magnetic polarities be color-coded in all gravitonic devices to simplify interfacing with them. Quote, same color repels, different color attracts. Okay. Positiver Magnetismus. Okay. Ah, okay. Warning. Not enough cubes to activate the pressure plates. Come on. I've told them 1,000 times, these plates only work when you put pressure on them. That's why they're called pressure plates. Turing wept. What am I supposed to do if they don't bring enough cubes? Stand on the damn plates for hours? Again? Hm. Schauen wir mal. Okay, also ich muss den Würfel irgendwie hier hinbringen. Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktionieren wird. Okay, es funktioniert schon so. Aber ich muss den wahrscheinlich hier platzieren. Drauf. Und dann... Gib ihm. Okay, und damit ist er nämlich durch, dann der Würfel. Oh, yes. Okay. Hm. Okay, aber wenn der jetzt da hochgeht, wo... Ach, ich muss mich draufstellen. Okay.
Jo, alles klar. Ready to test gravitonic manipulation, Dr. Patel. You know, every time we do this, it feels like a magic. Just point these thingies at the cube and blam! Gravity is cancelled. I have to keep pinching myself. Okay. Ups. Okay. Sekunde. Achso, Kiste einlegen. Okay, jetzt muss ich im Grunde... Tja, keine Ahnung. Ist es jetzt schwebend oder nicht? Okay. Ah, okay, so schwebt das Ding also. Alles klar. Loslassen natürlich auch, ne? Alles wieder hoch. Das Wasser ist ein bisschen zu laut. Was ist denn nun? Moment, wenn ich drück... So, jetzt müsste das doch eigentlich... Ja, und es hört auf zu schweben. Okay. Interessant. Nur etwas langatmig, gerade. So, also. Moment. Die Frage, wie komme ich darüber? Ich kann ja schlecht springen. Okay, das ist nur die Frage, wie komme ich jetzt darüber? Hätte ich mich da draufstellen müssen? Wahrscheinlich, ne? Ich muss mich da draufstellen. Okay, dann... Ups. Nicht? Doch. Also. Alles klar. Geh doch. Ja, okay. Jetzt wird's natürlich interessant. Wir haben hier rot. Es müssen zwei Dinge hier drauf. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Ich denke mal, wir müssen das aktivieren. Tja. Also das geht so nicht durch, ne? Tja, die schieben sich gegenseitig natürlich dann weg, ne? Ist klar. Ah, okay. Wir stellen die natürlich schön nebeneinander. Wir aktivieren hier blau. Wir stellen uns hier drauf und aktivieren nochmal blau. Alles klar. Damit haben wir das. Moment.
können wir nämlich das zweite Ding hier rausnehmen. Und tada! Okay, dann haben wir das schon mal. Aber wir müssen ja trotzdem... Aber ob das reicht, ist die Frage, ne? Wenn wir das jetzt hier dahin machen. Das ist ja blau. In dem Moment, wo ich es rot schalte, stößt es sich ja ab. So, du musst da draufbleiben, aber... schweben lassen. Also drauf. Dann muss ich es umschalten und dann sofort... Ist das gemein? Okay, es ist an der falschen Stelle bei mir wieder platziert. Es müsste die seitliche Taste an meiner Maus sein. Ich schaue jetzt mal, ob ich das anders machen kann. Hier, Schwerkraft. Springen, laufen. Standardbelegung. Okay. Also ich kann es gar nicht anders machen, dann alles klar. Dann muss ich eben schnell sein. Mann, das ist nicht so leicht. Damit haben wir dann das offen. Ah, okay, wir müssen ja nur weiter. So. Das werde ich jetzt als letztes Rätsel machen. So, okay, ich habe dann zwei. Das war jetzt eher Zufall, muss ich sagen. Okay, nice. Let's get back to the lab. Compile the raw data for me, sis. I'll grab a bite and get to analytics in the evening. Jawohl, genau. So, also ich muss sagen, es ist äußerst interessant, ein bisschen puzzeln, muss sagen, macht Spaß, macht wirklich richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob es für euch was ist, es würde mich auf jeden Fall in den Kommentaren interessieren. Ihr könnt mir das gerne reinschreiben, würde mich wirklich freuen, ob ihr euch das geholt habt, wie weit seid ihr, das sind alles so Fragen, die mich immer brennend interessieren. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.